Hallo, 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 hier ist Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Christian, Gude. Den kennen wir ja von Schoki Banoki, und ich bin der Sashi. Ja, und wir erzählen heute euch was über den 1. August. Heute am 1. August haben wir ein Geburtstagskind. Haben wir ein Geburtstagskind, richtig. Geburtstagskind des Tages ist heute Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Ja. Schweini will er nicht genannt werden. Richtig, genau. Bastian Schweinsteiger. Wer kennt ihn nicht, ja? Unser WM-Held. Meine Oma kennt ihn nicht. Die kennt den WM-Helden nicht wohl, oder? Die kennt ihn auch nicht. Also hör mal, ja. Käse. WM-Held von 2016, vorher natürlich beim Bayern München so ein bisschen Fußball gespielt und so. So ein bisschen, ne? Fußball gespielt. So nebenbei. England war nicht ganz so erfolgreich, aber er ist seit kurzem ist er ja auch in den USA tätig und ja, wie gesagt. Mal gucken, wie es mit Schweini weitergeht. Richtig. Genau. Alles Gute. Schweini, happy birthday to you. Genau. Am 1. August 1945, da kommen wir nämlich wieder, was am 1. August passiert ist. 1945 ist die Frankfurter Rundschau das erste Mal erschienen. Das erste Mal überhaupt, das heißt also die US-amerikanische kontrollierte Besatzungszone hat die Lizenz einen Tag vorher, am 31. Juli, vergeben. Und am 1. August ist die Frankfurter Rundschau 1945 erschienen. Was der 1. August also hergibt, ne? Der 1. August gibt noch mehr, auch für unsere Freunde in der Schweiz. Oje, die Schweizer. Die Schweizer. Heute ist Nationalfeiertag in der Schweiz. Oh, ja. 1. August. Ich hätte fast gesagt, Happy Birthday, Happy Birthday. Nein. Was sagt man denn da? Im Jahre 1291 wurde der sogenannte Bundesbrief abgeschlossen. 1291. Das feiern die immer noch. Oh Mann, ey. Deswegen, wie sagt man, die Eidgenossen, sagt man, glaube ich. Ne? Altgenossen, aber jetzt in dem Fall. Auch gut, okay, ja. Gut. 1943, auch am 1. August, ist die Frankfurter Rundschau eingestellt worden auf Anordnung der Nationalsozialisten. Die waren damals ja noch an der Macht. Mhm. Krieg war bis 45, wissen wir ja alle. Genau. Und die Nationalsozialisten haben die Frankfurter Rundschau damals einstellen lassen. Später, nicht die Frankfurter Rundschau, sondern die Frankfurter Zeitung. Ja. Mhm. 1943 war das. Das war auch erst am 1. August. So, ja. Jetzt wissen wir ganz viel über den 1. August. Ihr könnt damit angeben gehen. Ja, so richtig hier an der Theke und sagen, ey, was heute alles passiert ist hier vor Jahren und hin und her. Ja. Und morgen am 2. August, da sehen wir uns wieder und da erzählen wir euch ganz viel über den 2. August. Ja, läuft. Wird immer ein Knaller, oder? Ein Knaller. Sag ich, cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen. Gute!